Startschuss für Christoph 2010. Das Greifswald International Students Festival 2010 startet ab dem heutigen Mittwoch. Unter dem Motto Responsibility finden zahlreiche Workshops und andere Veranstaltungen statt. Heute kamen die ersten von rund 200 erwarteten Studenten in Greifswald an. Einer von ihnen ist Tural aus Aserbaidschan. Wie alle Teilnehmer wird auch er von den Organisatoren des Festivals im IKUVO begrüßt. Nachdem die Unterkunft und die Teilnahme an den verschiedenen Workshops geklärt sind, freut sich Tural auf die kommenden 12 Tage in Deutschland. Es ist sehr interessant, verschiedene Länder kennenzulernen. Ich mag Deutschland sehr. Es ist ein sehr interessantes Land mit einer weit zurückreichenden Geschichte. In Aserbaidschan beschäftigen wir uns viel mit deutscher Geschichte, deutscher Kunst und anderem. Und ich möchte auch, dass die Leute in Deutschland Aserbaidschan kennenlernen, wie das Leben dort ist. Und deshalb bringe ich auch viele Informationen mit. Der Austausch zwischen den Studenten steht auch bei anderen Teilnehmern auf dem Programm. Ich möchte an Workshops teilnehmen, mein Land präsentieren und auch einfach neue Freunde kennenlernen und Spaß haben. Ich werde an dem Workshop Nationalismus, Patriotismus und Rassismus teilnehmen. Ich erwarte also, verschiedene Perspektiven von Studenten aus verschiedenen Ländern kennenzulernen, wie sie die Probleme der Welt betrachten und ihre Möglichkeiten, sie zu lösen. Ich bin gespannt darauf. Der offizielle Auftakt für das Festival ist die feierliche Eröffnung am Freitag im Theater Vorpommern. Die erste Party inklusive Konzert findet am Samstag statt. Natürlich sind alle immer herzlich eingeladen, mitzumachen bei den Abendveranstaltungen. Dann können Sie entweder gerne hier ins IKUVO kommen. Hier ist nämlich unser Infopoint. Hier informieren wir gerne alle, die Näheres dazu wissen möchten. Ansonsten kann man aber auch auf unsere Homepage gehen. Das Internationale Studentenfestival läuft noch bis zum 6. Juni.